Hallöchen, Michis Outrigger. Ich bin jetzt mal im Wasser mit dem kleinen 3S. Wasser ist natürlich spiegelglatt. Dann schauen wir mal. Erste Testfahrt nach 3 Jahren. Ich habe allerdings den 3-Blatt abgemacht. Ich habe erst ein 2-Blatt dran gemacht. Langes her, wo wir hier waren. Erst mal gucken, wie der überhaupt fährt. Ich darf auch nicht so weit rausfahren, das sagt man immer. Dann habe ich noch eine kleine Finne dran gemacht. Jetzt will ich den bremsen. So ein 1-10er, aber das geht natürlich nicht. Ah, der lenkt nur nach rechts. Oh, der macht auch Spaß. Aber er lenkt wenigstens und fährt. Links steht die Sonne so tief. Na gut, auf dem... Ach so, ich muss GPS anmachen. Auf dem Propeller fährt er nicht so schnell, das ist klar. Ich denke mal, irgendwo um die 100 vielleicht. Ich muss jetzt mal anmachen. 99 hatte ich schon angemacht. 99 ist nicht schlecht für so einen kleinen 2-Blatt. Und sieht gut aus. Hier könnte man jetzt auch mit einer richtigen Finne im Oval fahren. Aber die Finne ist noch zu klein, der geht nicht richtig in der Kurve. Ja, nach 3 Jahren sieht das nicht so schlecht aus. Fehlt natürlich der Topspeed. Ist ja auch kein 3-Blatt. Nur ein 2-Blatt. Aber so schlecht fährt er gar nicht. Ich fahre extra so nah am Rand. Weil kann mal sein, dass der verreist. Damit ich den auch wieder reinkriege. Aber die Finne muss größer, damit man ein bisschen mehr Kurve fahren kann. Ja, wir könnten schon über 100 gewesen sein. Da ist jetzt ein 37er Alu-Propeller drauf. Vorher war ein 3-Blatt Oktura drauf, nur für Topspeed. Aber ich gucke jetzt mal. Oh, da kriege ich wieder irgendwie Lust auf sowas hier. Das Babyboot hier. Mal gucken, ob er die 100 geknackt hat. 102 auf ein 37er, das ist ja gar kein 7er, das ist ein Alu, ne? Ja, auf jeden Fall auf einen kleinen Alu 2-Blatt, jo, jo, jo. Nicht schlecht. Ja, der hat Dampf. Er kriegt die Kurve nicht so gut, weil die Finne zu klein ist. Die Finne werde ich direkt größer machen. Aber macht Spaß. Wir löst den jetzt mal hier. Normal kannst du in 6 Minuten im Oval fahren. Auf so einem Propeller. Aber für so eine erste Fahrt. Und noch okay. Aber die Finne ist winzig. Die müssen wir größer machen. Alles klar. Ich hole ihn jetzt ran. Erste Testfahrt nach 3 Jahren Rigger, ich glaube dann. Alles klar, bis Dänemark. Ach so, ich guck mal an die Messung gerade, ob ich noch die 100 etwas erweitern konnte, aber ich denke mal nicht. Ich muss ein bisschen weiter rausfahren, damit ich überhaupt gedreht kriege. Die Finne muss erstmal direkt gewechselt werden. So, kleine Alu-Propeller. Was haben wir denn hier? Nee, der war nicht. 95. Aber die Testfahrt war gut. Der Kamerad fährt noch. Im Winzling-Propeller. Ja, das geht. Bis Dänemark.